Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu Destroy All Humans 2. Wir müssen hier zwei fiese Ganoven töten und wir müssen die mit Raketen am besten töten. Und ich glaube, ich weiß mittlerweile wie, denn hier sind zahlreiche Typen, die einen Raketenwerfer mit sich tragen. Und ich denke mal, wir müssen uns einmal von denen anschießen lassen. Ich würde aber erstmal hier gucken. Oh, warte. Nein, 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 nein. Okay, der hat keinen Raketenwerfer. Ich brauche jemanden mit Raketenwerfer. Warte mal, wie machen wir das am besten? Ich würde mal sagen, ich nehme dich einmal mit. Und jetzt müssen wir uns mal eben gucken, ob wir jemanden finden. Ist das überhaupt unser Ziel? Er ist doch, glaube ich, unser Ziel, ne? So. Ist hier jemand mit Raketenwerfer? Da ist jemand mit Raketenwerfer. Nein! Oh, wieso konnte ich den nicht auffangen? Oh shit. Warte. Ich muss mal eben hier ein bisschen. Okay, das war zu nah. Es ist gar nicht so einfach, hier eine Rakete zu finden. Beziehungsweise aufzufangen. Ah, jetzt habe ich eine. So, wo ist der Typ? Wo ist der Typ? War er das? Oh ja, das war er. Oh, nice. Oh, schnell weg hier. So, den ersten haben wir. Holy shit, ist gar nicht so einfach, wie man sich das denkt. Okay, zum nächsten. Und auch den müssen wir natürlich mit einer Rakete. Natürlich. So. Da ist ein Raketenwerfer, aber hier habe ich nicht genug Platz. Huch, ich stecke fest. So, Raketenwerfer. Wo ist hier ein Raketenwerfer? Ist hier überhaupt ein Raketenwerfer? Warte mal. Ich hab. Das ist mir. Oh ja, hier ist einer mit Raketenwerfer. Schieß! So, Rakete haben wir. Wo ist unser Typ? Hier ist unser Typ. Einmal aus dem Weg. Einmal. Oh shit. Oh shit. Warte. Oh, das hat nicht gezählt. Ich habe ihn nicht getroffen, ne? Ich habe ihn nicht getroffen. Verdammt! Okay, nochmal von vorne. So, ich muss mal hier ein paar auslöschen. Das sind zu viele Leute. Ach, jetzt habe ich ihn getötet, ne? Ah, verdammt! Ich wollte ihn nicht töten. Ich dachte, er ist weiter weg. Na, egal. KGB-Bericht zu Vorgängen in der Region Takushima. Übergang in der Führungsriege der Yakuza verläuft problemlos. Oh, ich bin einfach zu schlecht in sowas. So, ich habe gesagt, beim nächsten Mal, nachdem wir das hier abgeschlossen haben, kümmern wir uns weiter um die Hauptstory. Und das machen wir natürlich auch. So, das heißt, wir müssen einmal einen weiten Weg. Oh, shit. Ich wünschte echt, ich wäre hier nochmal ein bisschen schneller unterwegs. Oh, gut. Das nehmen wir natürlich mit. Und ich brauche immer noch 19 von den Artworks. Und ich habe immer noch null Ahnung, wo ich die finden kann. Die sind hier irgendwo random verteilt. Und sie könnten überall sein. Sie könnten wirklich überall sein. So. Einmal hier durchs Gestrüpp. Ich glaube, ich nehme noch mal ein bisschen Munition. Ich weiß gar nicht, ob wir genug Munition haben, aber es schadet ja nicht. Was wir haben, das haben wir. So, dankeschön. Ich habe Stift und Kugelschreiber und bin bereit, sie einzusetzen. Aus dem Weg. So. Oh, da ist ja unsere Natalia. Hallo. Man lebt nur 137 Mal. Was geht ab, sexy Mama? Also, du, ich, Whirlpool, Schokoladensirup, was sagst du? Ich bin allergisch gegen Schokolade. Wow, ernsthaft? Das muss echt scheiße sein. Ach, sowjetische Schokolade wird ohnehin aus Schlamm gemacht. Außerdem muss ich weiter in diese Klamotten passen.
Und im Namen aller sexbesessenen Außerirdischen des Universums möchte ich dafür nur Danke sagen. Rate mal, wer den Standort der geheimen Basis kennt. Sie liegt im Vulkan. Ich weiß, aber wir brauchen kurz, um reinzukommen. Ich weiß, wo wir den ersten... Wir könnten machen, was du gerade sagen wolltest. Oder ich könnte in meine Tasche greifen und dir zeigen... Krypto, du hast die Codes? Das ist wunderbar. Wie lauten sie? Liebe wird siegen. Süß, aber nicht jetzt, Krypto. Wir haben Arbeit zu erledigen. Sag mir die Codes. Das sind die Codes. Und wer ist die Eins, was die Zwei und keine Ahnung die Drei? Also, ich bin dann mal los, die geheime KGB-Basis infiltrieren. Warte nicht auf mich. Sehr lustig, Krypto. Ich komme mit dir. Oh, nein, wirst du nicht. Das ist zu gefährlich. Dein Chauvinismus ist ja nett, Krypto, aber ich nehme keine Befehle von dir entgegen. Sei nicht dämlich, Ned. Falls du es vergessen hast, du kannst dich nicht einfach klonen. Und falls du es vergessen hast, nur ich kann die Zugangskonsolen außerhalb der Basis verwenden. Oh, du bist echt der nervigste weibliche Affe, den ich je getroffen habe. Genau das ist das Problem. Für dich bin ich immer weiblicher Affe. Warum kann ich nicht einfach Affe sein? Sei was immer du willst. Ich will nur nicht, dass du ein toter Affe bist. Krypto, das ist das Netteste, was du je zu mir gesagt hast. Tja, nun, ich will nur meine Chance darauf, den Bären zu reiten, nicht verpassen. Das ist alles. Natürlich, ich verstehe. Genau, warum heißt es nicht einfach Affe-Innen? Na schön, genug bedeutsam gelabert. Klettern wir hoch auf die Rauchbombe. Begleite Natalia zur ersten Barriere. Das machen wir doch sehr gerne. Will dich ja nicht beleidigen, Zuckerschnute. Aber sollte es nicht andersherum sein? Ich war die beste Schützin in meiner Klasse. Und ich habe mich mal aus einer ostdeutschen Handballschlägerei freigekämpft. In einem westdeutschen Trikot. Ich bin nicht nur die Schürfe. Willst du mich heiraten? Nein, aber danke fürs Fragen. Okay, hier scheint die erste Barriere zu sein. Ah ja, da muss sie einmal ran. Okay, ich wette, hier werden gleich wieder viele, viele Dudes auftauchen. Es ist Agentin Natalia. Ich bin mit ihr auf Akademie gegangen. Ich hat mich im Ringen erniedrigt. Mach dich zu sterben bereit. Okay, benutze Granaten, um Feinde zu töten. Okay. Okay, machen wir. Wer ist da? Bitte mach mich nicht. Sag mir, was du hast. Ich wollte, dass er eine Granate schießt. Wer ist da? So, ich werde erstmal warten, bis die. So, warte. Er hat das nicht gezählt? Warum hat das nicht gezählt? Okay, das hat gezählt. Ich kann kein klares Schießen. Du hast keine Chance. Hä? Okay, Ellie. Oh shit, was ist das denn für ein Riesenviech? Warte. Oh. So, ich brauche noch eine Granate. Ich muss noch irgendwo. Da. So, das haben wir. Du bist mir im Weg. Du bist mir im Weg. Oh shit. Ich
Alright, so, dann mach dich mal ans Werk. Oh, warte. Ja, ja, ich bin doch schon dabei. Der Müll ist weg. Gib den Punkt ein und lass Geist hinein. Würde ich ja gern, Süße, aber ich habe Ärger mit den Armen. Oh, was ist das? Oh, warte. Hier hat sich jemand versteckt. Keine Munition. Oh shit, ich hab keine Munition mehr. Okay, ich brauch dringend Munition. Sag mal, was willst du denn? Ach, sie ist schon durch? Sag das doch. Alright, so warte mal. Ich muss mal eben ein bisschen Muni hier auffüllen hier. So. Warte kurz. Warte kurz. So, und hier machen wir auch nochmal. So. Wie viel haben wir denn? 140, ja. Das war erstmal wieder gut. Halt, 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 halt. Okay, weiter. Warte kurz. Natalia, warte kurz. So. Tschüss. Toll. Mehr Desinformatia. Der war noch gar nicht tot. Okay. So, ich glaube, wir müssen ja auch bald oben sein, ne? Guck mal, ja, 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 wir sind bald oben. Ich muss nur eben aufpassen, nicht, dass sie irgendwie ein Feinde läuft. Alright. Oh. Gemein, 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 gemein. So, die noch? Oh, hier ist noch eine. Okay, Zuckerschnute. Die Waffen sind ausgeschaltet. Jetzt schwing deinen süßen Hintern hier rein und werf die Konsole an. Worauf wartet sie jetzt? Was passiert hier? Was zur Hölle war das? Ich schätze eine 4. Vielleicht eine 4,2. Red nicht weiter. Du machst es nur schlimmer. Ring des Feuers am Arsch. Alright, so, wir sind aufmunitioniert. Sure. Die Konsole ist kaputt. Ich brauche Zeit, um sie zu reparieren. Natürlich. Nicht mehr reden. Falls du es nicht bemerkt hast, deine Stimme hat magische Erdbebenkräfte. Oh, hier kommt Ärger. Oh, schon mal die beste Pfanne raus. Jetzt gibt es Affengeschnetzel. Okay, da kommen noch mehr. So, ich brauche noch ein bisschen Munition. Dankeschön. War schon? Ne, da kommen noch welche. Naja, ich kann das nur glauben. Na, sag mal. Du musst leise sein. Du erzeugst mehr Erdbeben.
Ich glaube, das hat sie beeindruckt. So, Datenkern. Oh, neuer Datenkern. Nice. Das mache ich natürlich sehr gerne. Was war das? Gastrogeschütz. Setze Gastro ein, eine vollautomatische Killerdrohne. Holy shit! Spare Munition, indem du Gastro für dich schießen lässt. Befehle Gastro, sein Feuer zu konzentrieren. Verschleuderte Munition und töte Feinde noch schneller. Ah. Okay, ich bin gespannt. Gastro! Mach dich zu sterben bereit! So, warte. Falschen Turban angelegt. Ich hab keine Angst vor dir, Affe. Ist das? Hey, jemand muss mich aufhalten. So, ich brauch mal eben Munition. Ich bin ein böser Vater. So, schnell einmal Munition holen. Brauch noch Munition. So, erkunde die Gegend. Okay, mache ich. Nachdem ich ein bisschen Munition gesammelt habe. Wir haben viel zu wenig Munition. So. Ich glaube, wir haben erstmal Zeit, ne? Ja. Die Zeit nehmen wir uns mal eben. Aber erkunde die ja. Irgendwas wird es wahrscheinlich hier zu finden sein, ne? Wir gucken gleich mal. So. Hier noch. Hier noch. Huch. Was war das? So, und hier noch. Und dann gucken wir uns mal um. Oh, das sieht auf jeden Fall da oben interessant aus. Warte mal, wir gucken mal hier. Hier scheint das Kommandozentrum zu sein. Okay, das war's schon. Muha, Premierminister Melenkov. Es tut mir leid, dass ich nicht persönlich bei Ihnen sein kann. Leider bedeutet die minimale Wahrscheinlichkeit eines Unfalls bei diesen Experimenten, dass ich einen Sicherheitsabstand einhalten muss. Mit Eisenbergs Worten, ich spiele nur damit rum. Experimente? Wovon reden Sie denn da? Ich bin so froh, dass Sie das fragen. Wir haben eine aufklärende Multimedia-Präsentation für genau diesen Zweck vorbereitet. Das hier ist Koshira. Sie ist Single, Sternzeichen Fische und macht über den Sommer ein Praktikum für Studienpunkte in der illegalen KGB-Basis hier in Takoshima. Wie jede gute Sowjetarbeiterin war sie nur zu froh, sich für ein streng geheimes Experiment freiwillig zu melden. Mit drehenden Krebs beginnt nun das Experiment. Sehen Sie nun, wie das moderne Wunder der Quantenstrahlung Koshira verwandelt und ihr Zerstörungssequenz eingeleitet.
Die Basis wird sich nun selbst zerstören. Oh, Junge! Das war mein Text! Wie auch immer, gute Nacht! Danke für Ihr Erscheinen und haben Sie einen schönen Tag! Wir brauchen diese Datenbänder, Weltraummann! Ich hole sie und wir treffen uns draußen! Was? Keinen Kuss? Diese Basis wird sich in einer Minute und 30 Sekunden selbst zerstören. Oh shit. Übung. Bitte verlassen Sie die Anlage auf ruhige und respektvolle Weise. Ja, ich bin auch schon dabei. Okay, okay. Ich bin aus dem Vulkan raus. Geht es dir gut? Super, trotz deines Genossen Milenkov. Willst du mir erklären, warum der Anführer der Sowjetunion gerade versucht hat, uns in takushimisches Grillgut zu verwandeln? Ich wünschte, das könnte ich. Ich habe dir gesagt, dass im Kreml was im Argen liegt. Aber ich hätte im Traum nicht daran gedacht, dass es so bald hochreichen würde. Das ist ganz schlecht, Krypto. Hey, Zuckerschnute! Unter Druck werden die Besten noch besser! Oh nein. Hab ich jemanden übersehen? Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, wir müssen uns beeilen. Wir müssen uns richtig beeilen. So. Huch! Oh Gott! Nein! Oh, ich war zu langsam, ne? Holy shit! Die glühende Lava ist hinter uns. Okay, okay, nochmal. So, jetzt aber ganz schnell. Ganz, 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 ganz schnell. Bitte verlassen Sie die So, warte, da ist noch einer. Ich bin aus dem Vulkan raus. Super, trotz deines Genossen Milenkov. Willst du mir erklären, warum der Anführer der Sowjetunion gerade versucht hat, uns in takushimisches Grillgut zu verwandeln? Ich wünschte, das könnte ich. Ich habe gesagt, dass im Kreml was im Argen liegt. Aber ich hätte im Traum nicht daran gedacht, dass es so weit hochreichen würde. Das ist ganz schlecht, Krypto. Hey, Zuckerschnute! Unter Druck werden die Besten noch besser! Oh shit, oh shit, oh shit, oh shit, oh shit. Schnell raus hier! Okay, so, wir haben auch alle, ne? Ja, 100%. Nice. 14 Punkte. Neue Art der vulkanischen Eruption entdeckt. Wissenschaftler stehen nach jüngster Eruption des Bergs Saiyuku vor Rätseln. Oh, Pox. Hey, Poxy, Poxy. Na? Kujira Kaiju Schlacht. Hey, Poxy. Haben sie dich endlich aus dem Geisha-Haus rausgeschmissen? Hast du rausgefunden, wo das riesige Monster hin ist? Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich fange ein Signal aus dem Ozean im Süden auf. Ja? Was für ein Signal? Eine Strahlungssignatur, die in Gammawellen aus dem Gehirn der gequälten Kreatur austritt. Gequält? Ja, es ist, als würde das Monster rufen. Töte mich! Töte mich! Das muss das Erbärmlichste sein, was ich jemals gehört habe. Hör mal, Poxy, erklär mir diese Monstersache. Die Ivans können nicht mal eine vernünftige Armbanduhr bauen. Wie zur Hölle haben sie etwas entwickeln können, das eine Sommerpraktikantin in das verwandelt? Ich habe das auch schon herauszufinden versucht und ich komme immer zur selben Schlussfolgerung. Sie haben es nicht gebaut. Was willst du damit andeuten? Ich bin mir nicht sicher, aber hier ist mehr als nur guter alter russischer Bastelwille am Werk. Was du nicht sagst. Diese Leute haben den Antrieb einer Kifferhauptversammlung. Also, willst du, dass ich diese Monstrosität aufspüre und ihr den Gnadenschuss gebe?
Eigentlich will ich, dass du ihre Gedanken liest und den Ursprung der kognitiven Dissonanz herausfindest, damit wir ihr Hilfe besorgen können und ihr mit der Zeit Selbstvertrauen und Selbstachtung beibringen können. Du nimmst mich doch auf den Arm! Natürlich, du Mutation! Und jetzt zieh los und töte das Ding! Okay, okay. Aber wie finde ich es? Muss ich echt? Du steigst in dein Raumschiff und fliegst zu dem Punkt, der auf deinem Radar markiert ist. Blasen auf dem Wasser sind ein gutes Anzeichen dafür, dass da ein Monster ist. Und was dann? Lass ich einfach ein paar Atombomben ins Wasser fallen und jag es hoch? Leider nein. Die Waffen deines Schiffs sind unter Wasser nutzlos. Du wirst dir was einfallen lassen müssen, um das Biest erstmal an die Oberfläche zu locken. Dann spielen wir ein bisschen Hau die Echse. Verstanden. Ach, ich mag Pox. Ich mag ihn wirklich. Alright, so betritt das Raumschiff. Die Frage ist, ich glaube, das wird eine größere Mission, deswegen werden wir das in dieser Folge nicht mehr schaffen. Und das bedeutet, wir werden das nächste Folge angehen. Ich gucke mich nochmal hier ein bisschen um. Oh, guck mal hier, eine Platte. Ja, es lohnt sich manchmal dann doch nochmal ein bisschen genauer zu gucken. Und guck mal, hier ist sogar richtig viel. Das nehmen wir auch noch mit. Und jetzt fehlt ja eigentlich nur noch ein Artwork. Wir gehen noch mal eben hier hoch. Vielleicht finden wir ja noch ein Artwork. Okay, ich darf hier nicht. Ich darf mich nicht zu weit vom Raumschiff entfernen. Alright, so. Okay, Leute, ich sag mal vielen Dank fürs Zusehen. Wie gesagt, die Mission werden wir beim nächsten Mal machen. Und ich bin gespannt, wie wir dieses riesige Monster bewältigen wollen. Aber wir werden sehen. Okay, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Macht's gut und tschüss.